Also die 2x9-Methode. Oben ist der Brutraum mit der Königin und die Flugbienen verlassen den Brutraum durch das kleine Flugloch. Und fliegen durch das gewohnte untere Flugloch wieder ein. Unten sind jetzt die Honigräume. Unten sammelt sich Honig und sammeln sich die Bienen. Während oben die Königin die Flugbienen verliert und nicht schwärmen kann. Das ist das Prinzip. Das ist ein Baby. Das ist eine Akelei. Und noch ein Baby. Ich hatte gehofft, dass eine Jungkönigin ein- und ausfliegt, aber die war gerade nicht unterwegs. Ersatzmaterial. Also hier wird der Zwischenableger erstellt, da senkt sich doch glatt diese Folie ins Bild hinein. Nun, die Bienen sind keine Schauspieler, die machen das nur einmal mit, das kann ich nicht wiederholen, müssen wir mit der Folie also leben. So, jetzt prüfe ich also jede Wabe auf Schwarmstimmung, um das einschätzen zu können, wie weit die Bienen damit sind. Und befinde dann schließlich, gut, sie sind kurz vor der Schwarmstimmung, aber weil eine Schlechtwetterperiode ins Haus steht, machen wir jetzt 2x9. Sicher ist sicher. Rechts im Bild sind zwei Honigräume, die sind im Volk eigentlich oben drauf. Die kommen jetzt nach unten. Es wird ein dritter Honigraum untergeschoben, weil die beiden schon so voll sind. Und der kommt also gleich da drauf. Achtung! Zack, da ist er. Jetzt kommen die anderen beiden drauf. Jetzt kommt der Zwischenboden, der Brutraum. Und ach, Absperrgitter vergessen. So, da ist es. Und Deckel drauf und Beschriften nicht vergessen, dass wir die ganze Sache wieder richtig rum zusammensetzen können. Nach 2x9 Tagen. Brutraum 1, Volk 76. Jetzt wird die obere Einheit mit der Königin weitere 9 Tage lang geschwächt, zugunsten der unteren Flugbienen, damit der Honigeintrag weiterlaufen kann. Ich entnehme also eine bestimmte Zahl Bienen von oben und platziere sie nach ganz unten unter die Honigräume. Unten haben die Flugbienen viele, viele Königinnenzellen angesetzt. Die breche ich. Alle Königinnenlarven werden Vogelfutter. Es gibt hier eine Königin, allerdings über dem bienendichten Gitterboden in der oberen Einheit. Auch bei diesem Volk das Gleiche. Die untere Einheit bekommt eine frische Brutwabe, um das seelische Gleichgewicht und die Motivation zu erhalten. Da ist sie. Und uff! Das war's. In 9 Tagen, 3. Teil. Die oben verbliebene Einheit wandert heute auch unter die Honigräume
dann ist die eigentliche Anordnung in Bienenlogik wiederhergestellt. Laut Lehrbuch ist nach Abschluss der Prozedur die Schwarmstimmung erloschen und der Honig trockener. Aber der Bienen konnte nicht seinen eiszeitlichen Trieb ausleben, sich zu teilen und neue Gebiete zu erobern. Die Zarge wandert ganz nach unten. Und hier im königinnenlosen Teil haben sie wieder Zellen angesetzt. Die werden wieder alle gebrochen. Ich gucke mir aber trotzdem jede Wabe an, ob nicht noch irgendwo eine Zelle versteckt ist, denn sonst habe ich am Ende doch noch einen Schwarm produziert. Wenn ich schon mal hier unten zu tun habe, kann ich auch gleich einen Boden wechseln. Da läuft die Königin aus der oberen Einheit. Und jetzt wird das Ganze wieder zusammengesetzt. Unten die beiden Bruträume, dann ein Absperrgitter und obendrauf drei Honigräume. Und dazwischen eine Bienenflucht, weil wir ja den Honig ernten wollen nächste Woche. Oh, da ist ein Loch in der Bienenflucht. Das haben sie entdeckt. Das müssen wir verschließen.